Hallihallöchen und willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Wir gehen heute ins Dorf der Goronen und gucken, was die für Probleme haben. Was mit deren Lava passiert ist. Was es mit diesen komischen Mampfsteinen da auf sich hat. Das klingt alles nicht sehr gut. Und wir sind hier, um zu helfen. Wie immer. Der große Held Link. Ah, das Gesicht da oben lacht uns schon mal an. Sagt willkommen. Schön, dass du noch nicht verbrannt bist. Okay, die sind auch am Essen. Ah, die Dinger. Oh Gott, und die Augen leuchten so seltsam. Wir wollen mit dir reden. Okay. Die sehen nicht. Das sieht nicht sehr gesund aus, ne? Das Fleisch auch nicht wirklich. Leute, ihr solltet aufhören, das zu essen. Ich glaube, das sind Substanzen drin, die nicht gut für euch sind. Es gibt da was, was wir nur mit dir bequatschen können. In Goronia treiben sich gerade einige ganz schön schwere Jungs herum. Wenn du Edelsteine bei dir trägst, solltest du sie deshalb alle schnellstens abstoßen, bevor sie dir noch jemand abknöpft. Wir sind natürlich die guten Goronen. Verkauf an uns, dann bist du im Handumdrehen steinreich. Wir geben dir 3 Rubine für jeden Edelstein, egal welche Sorte. Komm schon, zeig uns, was du hast. Nein. Hey, was führt ihr da im Schilde? Oh oh, gar nicht gut. Nicht weg hier, hey, Heal. Ja. Dann nicht meine Edelsteine ja für 3 Rubine. Oha! Du hast, da hast du aber nochmal Glück gehabt. Seit der Todesberg nicht mehr ausbricht und die Lava abgekühlt ist, kommen endlich wieder hallianische Reisende her. Aber diese Typen müssen natürlich gleich wieder versuchen, sich an ihnen zu bereichern. Sobald sie einen gutgläubigen Reisenden treffen, nehmen sie ihm alle seine Edelsteine zu Spottpreisen ab. Tja, nachdem dieses Zeug, das sie Slamsteine nennen, aufgetaucht ist, benehmen sich alle irgendwie komisch. Hast du deren Augen mal gesehen? Auch du solltest dich vor jedem Goronen, der Slamsteine dabei hat, in Acht nehmen. Wer bist du eigentlich? Ich bin Ramella, Juwelierin aus Gerudo-Stadt im Südwesten von Hyrule. Die Junobau handelt mit hochwertigen Edelsteinen, also komme ich immer hierher, um meine Bestände aufzufüllen. Wenn du gute Edelsteine hast, dann nehme ich sie dir auch gerne ab. Was? Nein, das ist meine. Wie unhöflich! Ich würde dich niemals betrügen. Naja, andererseits wurdest du gerade fast übers Ohr gehauen, also kann ich deine Reaktion durchaus nachvollziehen. Sei beruhigt, ich werde dich zu nichts zwingen, aber gib mir einfach Bescheid, wenn du Edelsteine verkaufen möchtest. Im Moment brauche ich besonders dringend Bernstein. Falls du mir 10 Stück Bernstein verkaufst, könntest, würde ich dir sogar etwas mehr als die anderen Läden dafür zahlen. Na dann, ich ziehe mal weiter nach Goronia. Vielleicht gibt's da noch die eine oder andere ehrliche Haut. Pass auf dich auf. Warte, ich hab doch. Wenn du mich ansprichst, heißt das, du willst mir Edelsteine verkaufen? Ich würde 10 Stück Bernstein für 200 Rubine kaufen. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein guter Preis ist, aber klingt gut. Sag, sag. Oh, entschuldige. Sag, sag. Sagt man, wo ich herkomme, in deiner Sprache bedeutet es Danke. Bei der heutigen Jugend ist es angeblich modern, nur noch kurz Sag zu sagen. Das hat mir sehr geholfen. Von dir kaufe ich gerne jederzeit wieder Edelsteine. Aber das nächste Mal interessiere ich mich vielleicht für andere Edelsteine. Wenn du mehr wissen möchtest, komme einfach bei mir vorbei. Okay. Dann gucken wir doch mal, was jetzt das Problem hier ist, ja? Definitiv sind die Schlemmsteine ein Problem. Das haben wir an den Augen gesehen. Die sind ja komplett gaga im Kopf. Hallo? Seid ihr jetzt alle so Mischugge? Oder kann man mit einigen noch... ganz entspannt reden. Okay, das ist ein riesiger Berg.
Von dem Fleisch. Alle essen das. Alle haben glühend verwirrte Augen. Die wollen alle nur noch essen. Die werden doch irgendwann... Okay, sie sind ja schon kugelrund, aber... Ah, die Jugend von heute. Hi. Du hast auf jeden Fall nichts gegessen. Jetzt auch noch Torwart, Wächter Grant. Und das, obwohl ich alle eindringlich vor diesen Schlemmsteinen gewarnt habe. Also der Grund, warum alle sich so bemerkwürdig benehmen, das liegt an den Schlemmsteinen, die Junobus fördert, oder? Was flüstert ihr denn da so, hä? Oh, oh, wer kommt da? Kommt da Junobus? Geht's um die Schlemmsteinplatte hier, oder was? Ha. Ja, Junobo. Was hast du damit angestellt, mein Freund? Was soll jetzt bitte schön das Problem hier sein? Was für ein Ekelpaket. Macht die Basaltluken zu und hierher mit euch. Und zwar ein bisschen plötzlich, ja? Kennen wir uns nicht? Ja. Glaube schon. Ach, na sieh an, wer auch wieder da ist. Unser Link. Du bist so mickrig, dass ich dich fast übersehen hätte. Junobo, was ist denn das für ein Benehmen? Und auch noch einem Gast gegenüber. Jeff, ich meine, Bluto, du hast auch nicht kapiert, wann du mal die Klappe halten solltest, hä? Tokatschin, auf wen baut ganz Goronia? Ja, auf die Junobau? Auf Rack. Und wer ist der Boss der Junobau? Junobos. Kapierst du es jetzt, Bluto? Du hast hier nichts mehr zu sagen. Pah, wenn du glaubst, ich werde mir dein Gefasel anhören und nichts dazu sagen, dann hast du dich geschnitten. Lass hören, Link. Was hast du hier in Goronia verloren, hä? Ach ja, du suchst also Prinzessin Zelda, hä? Und gehst uns auf die Nerven, weil hier vielleicht das Seltsames passiert ist? Prinzessin Zelda, ich habe gehört, dass sie verschwunden ist, aber wie kommt's, dass du sie noch nicht gefunden hast? Diese hübschen blonden Federn erkennt man doch überall wieder, kein Zweifel. Federn? Haben Hylianer nicht Haare? Genau, und das ist die gleiche Farbe wie die von der Frau, mit der Junobos über Schlemmsteine verhandelt. Aha. Hey, ihr beiden. Ihr habt nichts zu reden über Sachen, die euch nichts angehen. Also, hört zu. In Goronia läuft's prima. Bei uns passiert nichts Seltsames und Prinzessin Zelda haben wir auch nicht gesehen. Hier hast du nichts verloren. Also verzieh dich. So, und jetzt werde ich mich wieder um die Schlemmsteine kümmern. Eine Dame lässt man nicht warten. Also, hier geblieben, Junobo. Wenn du uns noch mehr von diesen Schlemmsteinen anschleppst, dann... Mein Rücken. Ha, als alter Knacker kümmert man sich eben besser einfach um seinen Rücken, als ungebetene Ratschläge zu geben. Los, Tokatschin, Aufrag, zurück zur Junobau-Zentrale. Okay. Das Problem sitzt tiefer als gedacht. Jugend von heute. Ja, ich merke schon. Da müssen wir dringend helfen.
Yunobo, Chef der Yunobao, ein junger Gorone, der einst zusammen mit Link Goronia rettete. Nun, da der Todesberg inaktiv ist, möchte Yunobo ihn zuvor unzugänglichen Gebieten Erze schürfen. Zu diesem Zweck gründete er das Unternehmen Yunobao mit dem Ziel, den Goronen durch Bergbau zu noch mehr Wohlstand zu verhelfen. Yunobao zeichnete sich früher durch sein liebenswürdiges und mitfühlendes Wesen aus. Doch nun scheint er wie verwandelt. Er ist ein richtiger Großkotz, weißt du? Hier so, sieht man da so richtig Macker, Macho, so, ey, Chicks, kommt her. So die Art von Typ. Toll. Mhm. Kann ja nur gut werden. Fließt da Wasser? Können wir da hochschwimmen? Wir gucken uns erstmal ein bisschen im Dorf um. Wenn es denn hier noch Leute gibt, die ein bisschen klarer im Kopf sind. Nee. Nicht wirklich. Können wir denn hier kaufen? Ach, guck mal, das ist... Ach nee, Coronengewürz. Ich dachte, das wäre diese Feuermedizin. Feuerfrüchte. Wir haben auf jeden Fall Pfeile. Aktuell 40. Dabei würde ich es mal belassen. Die Sachen brauchen wir jetzt gerade, denke ich, auch mal nicht. Ihr seid alle gaga. Nee, du bist noch ein bisschen bei Sinn. Wegen dieser Schlemmsteine da ist hier alles ganz verqualmt. Wenn ich selbst welche essen könnte, wäre es ja eine andere Sache. Aber für einen Goron in meinem Alter sind sie zu hart. Okay. Die Alten können das also nicht essen, sondern nur die Jungen. Weil die noch, ja... Die Kiefer sind noch gut genug, um das zu knacken. Ich verstehe. Und die Alten haben dadurch dann eh nichts mehr zu melden, so ungefähr. Ach ja, die junge Generation, die immer meint, sie wären es. Okay, hier wohnen Leute. Also soll ja natürlich nicht heißen, dass alle jungen Leute so sind. Aber ich kenne das von der Arbeit. Oh, das ist eine Quest. Wir haben da so ein paar junge Kollegen, die gerade aus der Ausbildung raus sind und schon meinen, alles besser zu wissen, wie der Job zu laufen hat. Und wenn sie dann damit auf die Schnute fallen, was halt auch gerne dann öfter mal passiert, dann ist ja, ja, nee, und man müsste ja auch erstmal dazulernen. So, ja, dann ist auf einmal... Oh, ganz ehrlich, also manchmal könnte ich die, ne? So, hi, was hast du denn? Na sowas, in Zeiten wie diesen hätte ich niemals damit gerechnet, hier einen Hylianer anzutreffen. Denn im Moment verhalten sich die Goronen wirklich merkwürdig und es war nicht leicht, hierher zu kommen. Schlimmer noch, man kann mit keinem von ihnen wirklich ein Gespräch führen. Das habe ich auch schon gemerkt. Und dabei bin ich extra nach Goronia gereist. Schließlich würde ich so gerne in der Felsschmelzquelle baden. Aber das ist doch bestimmt heiß. Ja, da geht's nichts drüber. Nichts, findest du nicht auch? Verzeihung, da sind wohl ein bisschen die Pferde mit mir durchgegangen. Um ehrlich zu sein, weiß ich nur, dass es sich dabei um eine geheime Thermalquelle in der Nähe von Goronia handelt. Aber das macht ja gerade den Reiz aus. Nur die Eingeweihten wissen davon, da ist die Suche so reizvoll wie das Ziel. Also Thermalquellenkenner versammeln sich am Thermalquellen, logisch. Daher werde ich meine Suche beginnen, indem ich einfach alle Thermalquellen abklappere. Ich sollte wohl mit der Goronenquelle anfangen. Am besten sehe ich mir später noch einmal auf einer Karte an, wo sie liegt. Okay. Oh, hier sind einige, ne? Es werden wahrscheinlich hier diese ganzen blauen Flecke sein. Da oben sind die Goronenquellen. Da, oh, guck mal! Da sind Quellen in Form von der Eidechse. Wie gut. Das ist schön, dass man da doch noch so ein bisschen, bisschen Referenzen zu den Titanen damals hatte. Wie hieß der hier? Rudania, glaube ich, ne? Varuta, Varudania, Varmedo war der Vogel und war
War der harte Dude da? Ich weiß es nicht. Wie hieß denn der letzte? Der Schmied ist auch noch bei klarem Verstand, ist aber auch alt. Okay, die Quelle scheint aber gut zu sein. Oh, halt die Leben. Oh. Oh. Nice. Merken wir uns. Habe ich nachher eh wieder vergessen. Baby? Hey. Wo willst du denn hin? Von einem so gefährlichen Ort wie diesem solltest du dich fernhalten. Ja, und du? Hast du nicht die Zeitung gelesen? Gorongier auf rote Steine. Nee, habe ich nicht. Wie? Du machst wohl Witze. Diesen Artikel hast du nicht gelesen? Reisende Richtung Goronia werden zur Vorsicht vor Trickbetrügern aufgefordert. Der wurde nämlich von mir geschrieben, der großen Reporterin Cleo. Kann ja gar nicht sein. Aber egal, ich habe schließlich keine Zeit, hier endlos mit irgendwem zu plaudern. Denn schließlich bin ich einem großen Mysterium auf der Spur, das noch niemand enträtseln konnte. Hör mal, jetzt bist eigentlich du an der Reihe zu fragen. Großes Mysterium? Was ist denn das große Mysterium? Du willst es unbedingt wissen, oder? Na gut, dann mache ich dieses Mal eine Ausnahme und verrate dir, worum es geht. Also, vor langer, langer Zeit lebten die Goronen unter der Erde. Doch wo genau? Das ist ein großes Mysterium. Man weiß nur, dass ihre Stadt Goropolis hieß. Egal, welchen Goronen man fragt, alle sagen sie das Gleiche. Nämlich, dass sie nichts davon wissen. Doch ich werde nicht aufgeben, denn schließlich bin ich eine große Reporterin. Ich werde diesem Geheimnis auf den Grund gehen, was noch niemandem gelang, und ein Buch darüber schreiben. Und das nenne ich dann Cleos Rätselrecherche. Ich übe besser noch schon mal meine Autogramme. Okay. Ich sehe auf jeden Fall, hier ist ein Schrein. Was wollen wir denn? Wollen wir denn mehr leben? Oder wollen wir mehr Ausdauer? 2, 4, 6, 8, 10. Wir haben 11 Leben. Ich meine, mit der Ausdauer haben wir aktuell nicht wirklich ein Problem, ne? Nur so einige Gegner, die tun schon wirklich weh. Gib mir Leben. Gib mir mehr Leben. Und das nächste, die nächsten 4 Kugeln, die investieren wir auf jeden Fall in Ausdauer. Aber jetzt haben wir erstmal 12 Herzen. Ich glaube, das ist schon mal recht gut. Esst ihr mal. Esst ihr mal da eure Steinklumpen. Wir schnappen uns jetzt hier den Schrein. Oh, es ist Blutmond. Ich höre es doch schon wieder, der Blutmond naht. Maracuzzi. Guzzi-Schrein. Was ist das da für ein Nebel? Miasmaris. Ich glaube... Oh, da oben ist auch einer. Der ganze Vulkan ist voller Miasma. Wenn der Blutmond die ganze Welt fährt. Ja, ja. Danke, Zelda. Ich weiß, dass jetzt alle wieder da sind, die wir umgebracht haben. Finde ich immer noch so nervig, ne? Auf der einen Seite ja gut, weil man Sachen gut erfarmen kann, aber auf der anderen Seite... Ach, bin ich auch so jemand, der... so eine Karte dann gern irgendwie mal clear hat, ne? So alle Lager aufgeräumt, alle Schätze gesammelt. Also das ist halt oft so mein Ziel. Schaffe ich eh nie, aber ist so ein Ziel. Und wenn dann aber alle Gegner mal wieder zurückkommen und alle Erze wieder da sind und dann kann man so ein Ziel ja nie erreichen. Okay, hier haben wir eine Brücke.
Die nicht, na, nicht runterfallen. Die nicht fertig gebaut ist. Aber wir könnten das doch da dran kleben, oder? Oh, oh, oh. Warte mal, wir könnten vielleicht auch ein Segment wegnehmen. Oder? Ne. Was ist? Nein. Ach, komm schon. Okay, ich kann damit nichts. Ich wollte das irgendwie schöner verbinden, aber ist nicht. Komme ich da trotzdem hoch? Ja. Okay, hier haben wir wieder eine Brücke. Und ein Fahrzeug, was uns die da rüber bauen könnte. Die ist da befestigt. Dann würde ich mal sagen, setzen wir dich hier vor. Bitte nicht so. Das muss ich nochmal eben korrigieren. Stell mich mal richtig hin. So. Komm schon. So. Wenn ich dich jetzt losschicke, müsstest du die doch eigentlich darüber ziehen. Jetzt verbinden wir die hier noch offiziell. Hallo. Eben war da kurz das... Okay, nee, ist zu kurz, da fehlt ein Segment. Aber wir sind ja drüben. Also von daher... Jetzt haben wir hier nochmal Fahrzeuge. Muss ich die Brücke mitnehmen? Wie sollte ich sonst hier hochgehen können? Muss ich dich als Verbindung dazwischen lassen? Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Das ist ja nicht oft der Fall. So. Nee, das kann ich nicht verbinden. Warum nicht? Auch nicht so schwer hier sein. Oder ich mache es halt wieder nur schwerer, als es müsste.
Das möchte ich da auch nicht bezweifeln. So. So. Geht das nicht? Wieso kann ich nicht noch mehr verbinden? Ach, weil das hier wahrscheinlich schon 20 Stück oder so sind. Warte, dann. Frag mich auch nicht, was mir das bringen soll. Weiß es noch nicht. So. Das ist die Sache. Könnte ich das hier abmachen? Nee. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt ist nämlich das da hinten ab. Na, zum Glück bin ich auf der richtigen Seite. Hier, entspann dich, danke. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt weiter hier vorankommen soll. Also ja, ich vermute irgendwie mit der Brücke. Aber die kriege ich da hinten auch nicht ab. Ich wickel mir einen ab, aber die ist hier stabil. Ich könnte hier drauf stehen. Oh-oh. Okay, das wäre ein Ding. Mehr oder weniger. Jetzt hängt das da natürlich. Also schön, dann machen wir das nochmal. Mhm. Ja, das ja eben schon so gut geklappt hat. Ich habe keine Ahnung. Jetzt hängen die da hinten beide. Aber ich komme dran, das ist schon mal ganz gut. Vielleicht könnte ich die... Zusammenbau. Nein! Da ist es weg. Also es hat auf jeden Fall schon mal geklappt. So. Beruhig dich. Danke. Und das ist neu gespawnt. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich kann hier dann nämlich einen... komplettes Fahrzeug rausmachen. Können wir das nur mal eben wieder bauen. So. Und wenn ich das jetzt da... Nee, warte, du bist falsch rum. Ups. Nein. Ja, wartet, wartet. Sie zittert, als ich dachte. So. Ja! Stopp. Das hat funktioniert. Haha! Oh. Sehe dich.
Weg ist er. Oben ist die Truhe. Sonst ist hier aber kein Gegner. Okay. Da ist eine... Das kann ich nicht nutzen. Achso, warte, nee, das ist die falsche... Die falsche Funktion. Perfekt, eine Treppe. So komme ich da denn nicht hoch? Ist das jetzt dein Ernst? Unglaublich. Den Millimeter da hochspringen, ne? Starker Konstruktionsbogen mit Haltbarkeit. Lass mal den fallen. Den ohne Haltbarkeit. Okay, jetzt ist die Sache. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Das sind alles Kugeln. Die da rein müssen? Alle? Was will ich jetzt noch schaffen? Ich weiß, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Aber... So... Das ist eine schöne Konstruktion. Und Action! Okay, wir haben nicht alle erwischt. Okay, hat eine gereicht. Aber wir haben jetzt raubenbaggermäßig da alle reingeschoben. Finde ich gut. Oder es musste nur eine gewisse Anzahl erreicht werden. Aber das hat zumindest geklappt. Sehr gut. Und damit haben wir den Schrein nämlich jetzt noch eben schnell abgeschlossen. Es wäre halt blöd gewesen, dann in der nächsten Folge wieder hiermit zu starten. Damit haben wir schon wieder die nächste Kugel und die Hälfte für unsere Ausdauer fertig. Fehlen nur noch zwei. Das waren Stellen doch wieder für meinen Kopf zumindest kniffliger, als es eigentlich war. Jetzt hier mit den beiden Sachen aneinander kleben, um dann über den Lavafluss zu kommen. Theoretisch auch wieder so offensichtlich. Und dann doch wieder nicht. Naja. Gut. Dann gucken wir mal in der nächsten Folge, dass wir das Hauptlager finden von Yunobos Unternehmen da. Und dann mal gucken, was es da auf sich hat mit diesen komischen Schlemmsteinen. Und was für ein Deal mit wem er da gemacht hat. Kann ja so nicht angehen. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.